No Man's Sky. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Soho und ich zeige euch heute ein Spiel, was es schon seit ein paar Jahren gibt, No Man's Sky. No Man's Sky ist ein Open-World-Survival-Craft-Game und ich habe es schon etwas länger in meiner Bibliothek. Es gibt es schon ein paar Jahre, wurde entwickelt und herausgegeben von Hello Games. Und es hat dieses Jahr also ein neues Update bekommen, Endurance heißt es. Und wir schauen uns heute mal No Man's Sky an und gucken, ob wir vielleicht daraus ein neues Let's Play basteln. Mal sehen. Also, was haben wir hier? Wir haben verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. Das wollte ich euch eigentlich mal zeigen, bevor ich einfach loslege. Es gibt also, ja, man kann halt ganz normal spielen. Ist nicht ganz so gefährlich wohl. Die normale Schwierigkeitsstufe habe ich tatsächlich auch jetzt schon vorher gespielt. Also ich habe mir das Spiel ein bisschen angeschaut. Dann gibt es Überleben, ein bisschen mehr Herausforderung, dauerhafter Tod. Ich glaube, das würde eine sehr kurze Folge werden. Kreativ, also Bauen ohne Limit ist natürlich auch eine sehr, sehr coole Nummer. Und es gibt noch Gemeinschaftsexpeditionen. Also hier kann man wohl auch mit Freunden zusammenspielen. Wie dem auch sei, wir starten mit Normal. Und damit sage ich viel Spaß bei No Man's Sky. Jetzt fliegen wir hier so ein bisschen durchs Universum. Und das, was ihr hier seht, dieses Roland Sky View und diese ganzen anderen Namen, die man fast nicht aussprechen kann, das sind also Planeten, die wir besuchen können. Ja, wir haben also auch ein Raumschiff und da gibt es wohl auch verschiedene Raumschiffe und mit denen kann man dann halt ja umherreisen. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Die Steuerung ist so ein bisschen... Ja, ist auch nicht so super schwer, muss man sich aber ein bisschen dran gewöhnen. Los geht's, Initialisierung beginnen, aber klar. So, Casa 26U1. Kuiza-System, neue Entdeckung. Ja, ihr Lieben, da sind wir. Also ihr seht schon, das sind wir. Oh, da hinten gibt es schon irgendwie was. Ich glaube, dieser Planet ist nicht besonders lebensfreundlich. Wir gehen gleich mal gucken, was haben wir denn hier? Wir kriegen hier auf der rechten Seite immer so ein bisschen, so ein kleines Tutorial angezeigt. Wir sollen hier also einen Scan durchführen, um Natrium zu finden. Und wir müssen erstmal unseren Scanner reparieren. Also der Scanner ist hier einer der, oder ist ein cooles Werkzeug, mit dem man also die Gegend beispielsweise abscannen kann, um einfach nach Material zu suchen. Und dann haben wir hier in der Hand so ein Teil, unseren Minenlaser, und mit dem können wir, ja, Rohstoffe abbauen. Aber zuerst einmal, würde ich sagen, müssen wir kleine Felsen zerstören. So, das geht so. Also einfach draufballern. Und dann sammelt man hier schon Ferritstaub zum Beispiel. So, das machen wir jetzt auch mal. Und dann gehen wir mal, war hier nicht gerade eine Höhle oder so? Ja, da vorne ist eine Höhle. Da gehen wir mal schnell rein. Boah, ich glaube, wir vergiften uns gerade ziemlich. Ich würde nicht wundern, wenn wir gleich sterben. So, wir brauchen noch mehr Ferrit. Das wird wieder hier so eine knappe Kiste. Das habe ich beim Ausprobieren schon gemerkt. Da bin ich schon mal gleich gestorben. Kohlenstoff, wichtiger Lebensbaustein. Nehmen wir auch mit. Aber als allererstes brauchen wir eigentlich hier das Eisengedöns.
Ferritstaub, Steine, 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 hier. Das artet schon wieder in Stress aus. Ja, ich weiß. Haben wir jetzt genug? Nein, wir haben immer noch nicht genug. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Ich weiß gar nicht, ob man da nicht irgendwie auch rauslaufen kann oder so, aber... So, jetzt haben wir alles. So, repariere den Scannerschaden. So, rechte Maustaste. Jetzt müssen wir auf... Mit Tab können wir unser Menü öffnen. Und dann kann man das Teil einfach anklicken. Also ich zeige euch das nochmal. Machen wir mal zurück. So, hier sieht man die Gegenstände, die man so hat. Wie jetzt hier unseren Multiscanner. Wenn man hiermit etwas tun möchte, klickt man da drauf. Und dann kann man hier das Teil auswählen. Und reparieren hier mal unseren Scanner. So, jetzt müssen wir aber ganz schnell Natrium finden. Deshalb scannen wir einmal die Gegend und gucken mal. So, da vorne gibt es Natrium. Das sind so kleine gelbe Blümchen. Das ist schon mal super. Die müssen wir natürlich jetzt ganz schnell einsammeln. Okay, da können wir nichts machen. Nebenbei nehmen wir das hier mal alles mit. So. Unser Minenlaser nutzt sich nach einer Weile ab. Dafür brauchen wir also Energie. Aber ich glaube, zuerst einmal kümmern wir uns wirklich um das Natrium. So, es gibt auch Tiere. Wahrscheinlich gibt es auch feindliche Tiere. Das habe ich noch nicht festgestellt, aber ich könnte mir das gut vorstellen. So, wir brauchen noch mehr. Sauerstoff gibt es da oben. Was haben wir hier? H. Also, da ist nochmal Natrium. Dann gehen wir da hin. Wir müssen den Gefahrenschutz erstmal aufladen. Okay. Also, Schnellmenü. Kann man X drücken. Und dann sieht man das hier. Man kann dann hier einfach, wenn man X drückt, mit der Maustaste hin und her scrollen in diesem waagerechten Menü. Und dann ist eigentlich oben auch schon das ausgewählt, was man braucht. So. Jetzt haben wir unseren Giftschutz aufgeladen. Wir können uns jetzt also ranmachen, ein bisschen mehr Material zu sammeln, ne? Das, was wir brauchen. Da vorne ist eine Höhle. Was ich festgestellt habe, ist also in meiner ersten Runde war es so, da bin ich in der Höhle gegangen. Und dann war ich erstmal nicht mehr dem der Radioaktivität ausgesetzt. Also ich war auf einem Planeten, der Radioaktivität ja, ausgestrahlt hat. So, da kommen wir nicht hin. Oder da kommen wir schon hin, aber machen wir mal nicht. So, Kohlenstoff brauchen wir. Der Lebensbaustein schlechthin. Hm. Hier gibt es ein paar Container. Cool, können wir mitnehmen. Durchsuchen wir mal. Verdichteter Kohlenstoff. Coole Sache. So, beschädigter Container. Für den brauchen wir jetzt verrostetes Metall. Da können wir jetzt gucken. Das packen wir mal hier hin. Und jetzt können wir den aufmachen. Ja, und bekommen tatsächlich auch ein bisschen Sauerstoff dafür. Coole Sache. So, mal schauen, was wir hier noch haben. Da haben wir O2, also Sauerstoff. Ja. So, aber hier das Ferrit-Gedöns müssen wir mitnehmen. Das brauchen wir. Zuallererst müssen wir nämlich erstmal diesem Planeten entkommen. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt in der ersten Folge. Mal gucken. So, bei 50% sind wir schon mit dem Giftschutz. Ich glaube, so viel Natrium haben wir gar nicht mehr. So, Waffenladung aufgebraucht. Das ist jetzt doof. Aber X drücken. Und dann können wir hier unseren Minenlaser auswählen. Und den können wir einfach mit Kohlenstoff aufladen. So, mit Tab können wir, mit Shift können wir rennen. Und dann seht ihr halt rechts an der Anzeige, so ein Mannequin, was rennt. Und das ist dann quasi unsere Ausdauer. So, unsere Quest ist jetzt hier unten dieses Signal, was da gesendet wurde, zu entdecken. Deshalb laufen wir mal da jetzt da direkt hin. Und scannen dann nochmal die Gegend. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Natrium. Das ist schon mal nix. Okay. Oh, da oben ist Natrium. Das müssen wir auf jeden Fall holen.
auch ein Jetpack übrigens. Auch ganz cool. Ich breche mir dabei regelmäßig die Beine, aber an sich eine coole Sache. So, ist auch schon aufgebraucht. Sind wir wieder irgendwo reingelatscht. So, da vorne ist das Signal. Da gehen wir mal hin. Szenario Iteration Nummer Versagen bei Grenzschichtablösung wahrscheinlich. Schiff geleert. Grund Wächterintervention, bewusste Übertragung. Analyse neue Iteration generiert. Anomalieeindämmung vorbereitet. Dann übertragen wir mal. Übertragung empfangen, Reisendenanomalie entdeckt. Anomalie ist fügsam, Position verzeichnet, Systemintegritätsscan initialisiert. Untersuche das abgestürzte Schiff. Okay, dann machen wir das. Hier sind wir da Boxen. Können wir mal gucken. Ah, da brauchen wir irgendwas für. Oh, Natrium, cool. So. Noch eine Box. Hier haben wir noch mal was. Packen wir da rein. Kriegen wir hier? Kohlenstoff. Okay, cool. Was haben wir hier noch? Gibt es da noch was? Können wir das aufmachen hier? Ja. So, hier müssen wir reparieren. Schleim haben wir nicht. Hm. Kriegen wir wahrscheinlich von irgendwelchen Viechern. Aber gehen wir erstmal ins Schiff. Iteration Nummer 239482908492 und so weiter. Online. Atlasverbindung. Unregelmäßig. Startschubdüsen. Offline. Impulsantrieb. Offline. Ich finde mich in einer seltsamen Welt wieder. Ohne Ausrüstung und in Gefahr. Ich weiß weder, wie ich hierher gekommen bin, noch was davor war. Doch zumindest dieses Schiff scheint mich zu erkennen. Die Steuerung reagiert auf meine Berührung oder jedenfalls auf die meines Exo-Anzugs. Ich bin noch nicht tot und dieses Schiff ist eine Rettungsleine hinauf zu den Sternen. Dann lesen wir doch mal das Protokoll. Protokoll 4925a, nicht verfügbar. Daten werden ersetzt. Exo-Anzug verbunden. Vorschlag, Pilot sollte Wartung durchführen. Gewünschter Reparaturweg auswählen. Sagen wir doch mal Schiffssysteme reparieren. Selbstgesteuerte Reparaturprotokolle eingeleitet. Impulsantrieb kritisch beschädigt. Okay, den müssen wir also reparieren. Dafür brauchen wir ein hermetisches Siegel und eine Metallplatte. Ja, dann machen wir das mal. Dafür brauchen wir ein bisschen was. Jetzt müssen wir natürlich aussteigen und ihr könnt sehen, wenn man sich im Raumschiff befindet, dann lädt also auf der linken Seite dieser Giftschutz wieder auf. Ist also ganz praktisch. Ja. Dann klettern wir mal raus. So, wir brauchen eine Metallplatte. Ein hermetisches Siegel, die Wasserstoffgelee, reines Ferrit. Okay, das sind jetzt alles Dinge, die wir bauen müssen. Dann sammeln wir noch mal ein bisschen. Hier vorne gibt es schon mal Sauerstoffpflanzen, die nehmen wir mit. Oh, hier, schaut mal. Wo sind sie? Hier fliegen nämlich tatsächlich auch andere rüber. Ich denke aber mal, das sind NPCs. So, sammeln. Hoppala. Okay, die kann man nicht abbauen. Gehen wir mal da vorne hin. Stelle Metallplatten her. Ja. Ah ja, hier, das brauchen wir. Die Wasserstoffkristalle.
So. Darf man natürlich nicht überhitzen. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können, Leute. Aber schaut mal, sieht das nicht toll aus? Ist das nicht cool? Ich meine, ja, ist jetzt nicht so lebensfreundlich, der Planet, aber... ja. So ist das halt. Bin mir aber sicher, dass wir noch viele, viele schöne Planeten entdecken werden. Oh. Okay. So, jetzt stellen wir mal die Platte her oder versuchen es. Ja, also mit Tab kann man das hier öffnen. Und dann gibt es hier unten immer solche leeren Plätze. Und das sind dann die Plätze, wo man was herstellen kann. Da klickt man drauf. Dachte ich. Oh. Ach so, das ist Raumschiff, nicht in Haupt... Ah, oh, okay, Moment. Okay, da müssen wir jetzt mal ein bisschen näher zu unserem Raumschiff wieder. Mal gucken. So, und dann haben wir hier noch so ein paar lustige Gesellen. Den kann man auch Nahrung anbieten. Ah ja. Okay. Aber wir gehen erstmal zurück zu unserem Schiff. Haben wir hier nichts. So, Metallplatten. Jetzt aber. So, dann kann man da draufklicken. Und dann sieht man also hier, was man herstellen kann. Und wenn man genug Material hat, dann ist das hier ziemlich deutlich zu sehen. Ansonsten ist das hier so, naja, ausgegraut, ist ein bisschen doof, aber es ist nicht so schön hervorgehoben. Wir brauchen also eine Platte, die haben wir jetzt gemacht. Und jetzt müssen wir in unserem Raumschiff-Inventar gucken. Hier ist der Impulsantrieb, den müssen wir reparieren. Wir brauchen allerdings noch das hermetische Siegel. So, hier ist jetzt die Platte, die legen wir schon mal da rein. Und jetzt brauchen wir noch dieses Siegel. Das fehlt noch. Jetzt gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Hermetisches Siegel. Wo war denn das? Da ist es nirgendwo. Nix. Ist nicht auch irgendwo hier drin? Nö. Hm. Ah, betritt das Schiff und sieh dir den Diagnosebericht an. Dann machen wir das. Irritation. Oh, bop. 4924G. Funktionstüchtig. Raumschiff schwer beschädigt. Unverzichtbare Bestandteile fehlen. Die erforderlichen Komponenten konnten nicht synthetisiert werden. Der Impulsantrieb benötigt ein hermetisches Siegel. Dann fordern wir Unterstützung an. Empfehlung. Iterationsvergleich zeigt hermetisches Siegel in der Nähe. Planetenkarte aus Notrufsignallager bergen. Okay. Dann machen wir das. Notrufsignal. Das ist da vorne das Ding. Ich spähe in das Gehäuse des Signals. Neben seiner Notrufübertragungseinheit enthält es eine Planetenkarte. So, öffne das Inventar, um die Daten anzuzeigen. Und dann können wir hier, Route, können wir uns anschauen. So. Es wird gescannt und ihr seht schon, wow, das ist ein ganzes Stück weit weg. Da müssen wir hin. Und ja, das machen wir jetzt. Gehen wir mal los. So, wir nehmen natürlich wieder fleißig Zeug mit. So, ich glaube, es gibt auch Feinde in Form von diesen Wächtern. Habe ich natürlich noch nicht gesehen, aber wir gucken mal. So. Oh. Was haben wir hier? Kohlenstoff. Giftiger Regensturm. Ach du liebe Zeit. Da sollten wir uns vielleicht mal ein bisschen beeilen. Also man kann wohl in Höhlen Schutz finden. Jetzt haben wir aber hier natürlich keine Höhle, ne?
Oder? Haben wir hier was? Hier ist keine Höhle. So, das ist jetzt schlecht. So, X. Wir müssen unser Gefahren... Wir brauchen eine Höhle, Leute. Oder wir kommen einfach ganz schnell da vorne an. Oh, was ist das? Das sieht jetzt nicht so friedlich aus. Okay. Ja, ich weiß. Lauf, Forrest, lauf. Oh, da vorne. Das wird eine knappe Kiste, Leute. So, ganz schnell jetzt aber. Hopp, hopp. Wo ist die Tür? Hier ist die Tür. Glück gehabt. Oh, Gott sei Dank, Leute. Gott sei Dank. Da haben wir uns gerade noch mal gerettet. Ich würde sagen, das war ganz schön knapp, ne? Jetzt aber. Geht's weiter. Was haben wir hier? Nanit haben wir jetzt erhalten. Okay, was haben wir hier noch? Nix. Was gibt's hier noch? Nix. Hier ist auch nix. So, Holo-Archiv. Gucken wir mal. Archivzugriff erfolgt. 6 von 7 Protokollen beschädigt. Eintrag 4924a folgt. Niemand. Mach diese Aufzeichnung für den Fall. Hinterlasse im Hersteller. Könnte von Nutzen sein. Visier beschädigt. Kann das Schiff nicht finden. Oh, okay. Wir borgen mal die Vorräte. Bergen. Das Protokoll endet und die Maschine erwacht zum Leben und spuckt Vorräte aus. Ich habe das hermetische Siegel, das ich zur Reparatur meines Schiffs benötige. Wer immer mich hierher geführt hat, wer immer mir diese Nachricht hinterlassen hat, vielleicht befand er sich in der gleichen Situation wie ich jetzt. Ja, das könnte natürlich sein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Der Sturm scheint vorbei zu sein. So, Analysevisier. Okay, wir brauchen ein Kohlenstoff-Nanorohr. Also es gibt ein Visier, mit dem können wir ja auch die Gegend analysieren und Gegenstände und sowas analysieren. Das ist ganz cool. Und ja, das müssen wir jetzt mal kurz basteln. So, Kohlenstoff, daraus baut man das Ding. Vielleicht können wir das bauen. Gehen wir zurück. Ich gehe jetzt nochmal hier rein. So. Wir müssen dieses Nanorohr bauen. Okay. Und jetzt können wir unser Analysevisier herstellen. Zack. So, jetzt sind wir fertig. Sind wir nicht fertig? Eigentlich doch schon, oder? So, analysiere Objekte. So. Hier, da können wir uns was angucken. Da gibt es Tiere. Dazu brauchen wir jetzt hier mal so ein bisschen Gedöns. Jetzt gehen wir noch mal kurz hier rein, gucken, was hier noch so ist. Was haben wir hier noch? Nix. Da können wir nichts machen. Oh, Guthabentransfer, was ist das? Nix. Units gut geschrieben, okay. Ja, ich glaube, es gibt auch Händler und NPCs und so, also ziemlich viel irgendwie. Soll ganz schön komplex sein, das Spiel.
So, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu unserem Schiff. Können wir das hier identifizieren? Jetzt scannen wir das. Oh, hoppala. So, Glycerin haben wir hier gefunden. Das können wir auch abbauen. Da ist natürlich auch wieder Ferritstaub drin. So, hier ist auch noch mal was zum Analysieren. Resinit. Okay. So, was haben wir hier noch? Okay. So, jetzt gehen wir nochmal schnell zurück zum Raumschiff. Das Raumschiff ist hier. Ihr seht oben den Kompass und da gehen wir jetzt hin. Kann das also ganz gut erkennen. Und ich latsch mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir bei unserem Raumschiff. Gehen wir mal ganz schnell hin. So, erstmal reinsetzen. So, jetzt reparieren wir noch unseren Impulsantrieb. Und so, fertig. So, hier, unser. Wir brauchen reines Ferrit. Wir müssen eine tragbare Raffinerie bauen und dann kann es auch schon losgehen. Dann würde ich sagen, steigen wir nochmal aus. Mit Y kann man übrigens das Baumenü öffnen und dann hat man hier die Möglichkeit, was zu bauen. Wir brauchen dafür allerdings noch eine Metallplatte, die müssen wir erst noch herstellen. Das machen wir mal eben. So, dann versuchen wir das nochmal. Jetzt können wir die bauen. Das finde ich tatsächlich auch sehr cool. Die kann man jetzt hier benutzen und dann legt man hier auf der linken Seite einfach das Zeug rein. Versorgt das Ganze mit Sprit und dann sieht man hier auf der rechten Seite, was es herstellen würde und dann geben wir Gas. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir brauchen, aber ja, ich glaube, das reicht schon. Das packen wir uns jetzt in den Exo-Anzug und packen wir die weg. So, jetzt können wir aber noch mal ins hier reingehen. So. Zack. Reines Ferrit haben wir. Wird gebaut. Das Gelee haben wir auch. Und ich glaube, jetzt sind wir fertig. Und jetzt. Raumschiff repariert. Startsysteme online. Liebe Leute. Wir heben ab. So. Da wisst ihr Bescheid. Auf geht's, würde ich sagen. Wir verlassen unseren ersten Planeten. Ich kann euch das vielleicht auch mal zeigen. Sag mal. So sieht das hier aus. Ne? Ist halt nicht so lebensfreundlich, aber so, hier. Ne? Also kleiner Flugsimulator. Ne? Wem dabei schlecht wird, kann ich leider nicht helfen. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich selber reihe. So, aber ich würde sagen, wir geben mal Gas und Abflug. Ab ins All. Wir sollen schließlich die Antworten in den Sternen suchen. Liebe Leute, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ja, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es hier weitergeht. Im Quasar-System oder wo auch immer wir jetzt hinfliegen. So, jetzt testen wir noch unsere Flugsysteme. Unsere Schubdüsen funktionieren. So. Boost mit L2, also mit der linken Shift-Taste. Und jetzt machen wir den Impulsantrieb. Abflug.
Oh, hier gibt's noch eine spannende Nachricht. Die hören wir noch ab. Eingehende Übertragung. Quelle, bitte identifiziere dich. Ich bin... Okay, wir identifizieren uns. Du bist nicht allein. Folge. Die Übertragung endet so seltsam, wie sie begonnen hat. Der letzte Teil des Signals scheint ein Satz planetare Koordinaten zu sein. Tja. Geben wir die mal ein. Ja, wo geht unsere Reise hin? Wie geht's weiter? Was entdecken wir auf dem neuen Planeten? Wir werden es sehen. Schaltet also auch in der nächsten Folge wieder ein. Und wenn euch dieser kleine Ausflug in No Man's Sky gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, hinterlasst mir gerne ein Like, einen netten Kommi und abonniert den Channel. Ich danke euch, habt noch einen tollen Tag, bis bald.